Von nun an wechselten sie sich ab, bis jeder Schokoladenpudding mit Vanillesoße kochen konnte, bis jeder in Büchern blättern und lesen konnte, bis jeder für Ruhe und Ordnung sorgen konnte. Reihum machten sie das und immer hatte einer Zeit, mit Katalinchen zu spielen. Nur manchmal am Sonntag kochte niemand, niemand blätterte oder las in Büchern und niemand sorgte für Ruhe und Ordnung. Dann zogen alle vier gemeinsam los und verbrachten zusammen einen ganz wunderschönen Tag. Das ist die Geschichte von Katalinchen, Tante Nudel, Onkel Ruhe und Herr Schlau. Bis zum nächsten Mal. Ich bin da. Eure Mami Tammy. Ich bin da.